Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Risen Dragon's Dogma. Und wir befinden uns immer noch auf der Reise, um Mondglühen zu finden. Und wie man sieht, bin ich runter zum Strand gelaufen und dort finden wir das auch. Da oben ist nämlich schon eine. Aber wir sind leider auch Goblins, deswegen müssen wir ein bisschen kämpfen hier. Los geht's. Und dann mögen die kein Feuer und das ist gut. Unsere Vasallen haben nämlich Feuer, die sie auf die schießen können. Dann nehmen wir unsere Waffen auf, hinten, wenn wir ins Dorf kommen. So, aber da oben ist auf jeden Fall, glaube ich, Mondglühen. Um mal einzusammeln, ja? Oh. Überbringt die Heilpflanzen. Okay, wir brauchen nur eine. Das ist super. Dann können wir zurückgehen. Bringen wir schnell zurück. Das geben wir ab. Und, huch, hier liegt was. Koboldhorn. Das nehmen wir mit. Und wenn wir das zurückgegeben haben, dann können wir auch noch Herrn Madeleine wegbringen. Noch hier bei uns. Der bestimmt auch wieder zurück. Hoch, genau. Oh, wir sind ein bisschen schlapp jetzt, weil ich das Power verbraucht habe, was natürlich ein bisschen blöd ist. Ja, ich bin okay. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Und können sozusagen unser Mondglühen abgeben. Das haben wir jetzt endlich mal eine Quest wieder bestanden oder abgefertigt. Und dann bringen wir Madeleine noch ins Lager. Oh. So, Madeleine, hau doch nicht gleich ab. So, müssen wir mal. Hier hinten war das, wo sie war, ne? Die Verwundeten brauchen Medizin. Bringt mir bitte so schnell wie möglich die Blumen und die Kräutermischung. Bitte um diesen Gefallen, ich euch vertraue, mein Freund. Ja, das ist mir doch. Hier. Was ist damit? Das ist die richtige, ihr habt sie gefunden. Mondlüsse sind diese selten geworden. Ich bin erleichtert, es zu sehen. So. Gut, das sind beide Sorten. Ehrlich gesagt überrascht es mich, dass ihr sie so schnell gefunden habt. Naja, ich habe ein bisschen gedauert. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Mit ein wenig Glück werden wir bald wieder alle gesund gepflegt haben. Das ist euer Verdienst, mein Freund. Ich fürchte, ich kann euch außer diesem bisschen Dank hier nichts mehr anbieten. Bitte nehmt es. Werde ich Medizin zubereiten. Na, was gibt's hier mehr? Naja, immer ein bisschen Kohle, ne? Ja, komm, wir machen die Eskorte jetzt. Ist ja eh noch Nacht, das heißt, wir machen die. Das Eskorten-Ding noch in der Nacht. Geht zum Lager, greifen noch ein paar Monster wahrscheinlich, die kommen an. Das Lager ist ja nicht so weit weg. Das machen wir noch. Dann ruhen wir uns aus. Und dann kaufen wir uns mal neue Waffen. Wenn wir welche bekommen. Ich hoffe, dass wir irgendwo welche bekommen noch. Ah, sollten wir eigentlich. Jetzt nicht so schwer sein. Aber man weiß es ja nicht. So, komm Elektra. Und Madeleine, komm auch mit. So, die Lampe haben wir noch an. Okay. Halt ein bisschen, wir sind ja eigentlich. Hat sie jetzt Gold gefunden? Eine Laterne vertreibt Dunkelheit, drückt um eure Tatsachen. Wir haben die Laterne noch. Komm mit. War das nicht weit. Eure Lampe braucht Öl. Droht sie zu verlöschen, nehmt eine Ölfläche und füllt sie nach. Machen wir. Noch sind keine Gegner hier. Sehr gut. Da oben sind ein paar Goblins, sehe ich. Die greifen uns, glaube ich, nicht an. Was hat sie denn gefunden? Okay, ich dachte, sie hätte was gefunden. Dann sagte sie ja, wir sollten warten. Oh, hier, Wölfe. Verdammt flink, die Biester.
Ah, hier verloren. Schutzpelz. Laurus Beste in Rippchen. Ah, hat mich an Bein! Drecksau. Ah, noch ein Goblin hier. Ein Kobold ist das. Gut, dass wir gerade aufgestiegen sind. Gerade aufgestiegen Level. Muss natürlich passen, sind leider, glaube ich, draufgegangen. Dann habe ich noch keine coolen anderen Angriffe. Im Moment ist es nur dieser Angriff, der mein. Haben schon mal einen hier. Da ist noch einer, ne? Da. Gut. Diese Magier alles dabei haben, die heilen uns ein bisschen. Weiter geht's. Auf zum Lager. Wölfe und Kobolde. Eine blöde Kombi. Bleiben wir auf dem Weg. Einfach ein Grund, weil wir es können. Madeleine. Oh, Madeleine ist ein bisschen langsam. Kann das sein? Mehr. Park bricht an. Aha, Gold. Dann finden sie einen sauren. Ole, was ist die denn für eine geile Tante eigentlich? Ich fand es auch nicht schlecht, ein bisschen Gold immer zusammenzufinden. Einfach mal so. Okay, vielleicht gibt es uns ja irgendwas da drin. Weil behandelt andere gut, die werden es euch danken. Mal schauen. So, jetzt können wir mit dir reden. Das mag ungehörig klingen, aber könnt ihr vielleicht den einen oder anderen Taler erübrigen? Bitte, ich muss mich auf den Weg zur Hauptstadt machen, aber die Zeiten sind finster und mein Goldbeutel ist leer. Du hast die ganze Gold gefunden! Arm zu sein ist ein schreckliches Los. Es gibt Zeiten, da schaffe ich es nur eben so, die Tränen zurückzuhalten. Ihre Reisekosten übernehmen? Die haben ja Kohle gemacht, oder nicht? Wir geben ihr das einfach mal, um zu sehen, vielleicht ist diese Händlerin, vielleicht gibt's uns irgendwas. Ja. Man hört immer wieder, ein Leben in Armut sei ein Leben voller Glück. Ich konnte das bislang nicht bestätigen. Falls das Schicksal euch je nach Grand Soren führt und mir gewährt, meinen Laden zu öffnen, müsst ihr vorbeikommen. Ich werde euch sogar einen Nachlass geben. Einen kleinen. Okay, wir gucken mal, ob sie irgendwas hat überhaupt, was wir haben können. Gucken mal, was sie da hat. So. Gabe der Kraft. Nö. Waffen? Was ist denn hier? Ein Talisman, in dem die Schlagkraft eines mächtigen Kriegsherrn innewohnen soll. Erhöht für eine begrenzte Zeit. Ah, Grenze ist immer doof, ne? Giftpfeile wäre natürlich auch nicht verkehrt. Gehen wir mit. So, was haben wir noch hier? Eine kleine Menge Schwarzpulver in einer Flasche mit äußerer Vorsicht zu behandhaben. Materialien, guck mal, sie hat doch Waffen. Halsabschneider, was ist das denn? Oh, guck mal, da wäre gleich schon besser. Das ist ein Schwert. Hals. Dolche, die in der Mitte geschlitzt sind, um ihr Gewicht zu verringern. Langlebig und schnell zur Hand. Den nehmen wir mal mit. Nur einen von kaufen, leider. Okay, also. Den haben wir ausgerüstet und wir wollen dann den ausrüsten. Achso, er hat ja zwei Dolche, aber egal, oder? Ja. Gut.
Wusste ich jetzt nicht, ich dachte, er würde dann irgendwie was machen. So, wir gehen mal runter zum Waffen. Da ist nämlich auch noch ein besserer Bogen, glaube ich. Kurzbogen. Verkauft. Nehmen wir auch mit. Besser als unser. Nicht viel, ein bisschen. Yes, wechseln wir auch. So, schon mal ein bisschen mehr Schaden machen wir jetzt. Das ist schon mal gut. Bin noch so da. Ausrüstung, Tunika. Oh, Ringer. Jetzt anhaben fast. Also ein paar Ringe. Verderbnisnägel. Plus Stärke plus Magie. 3.400 kostet. Aber ein bisschen Stärke ist natürlich nicht schlecht. Hat 10 davon. Steht ja gar nicht, ne? So, Können wir davon mehr kaufen? Ja, also, okay. Gut, verkaufen können wir dir auch was, wenn du willst. Bei meinen alten Waffen. Ein bisschen Kohle zurück, ne? So, Laufanfragen verbessert, Chancen. Inhalt wird gespeichert. Gut, das haben wir jetzt gemacht. Müssen wir hier nochmal reden? Durch sein, ne? Achso, wir können natürlich jetzt nochmal die andere Quest hier machen gleich. Aber die brauchen wir auch nicht mehr machen. Ich muss kurz auf die Aufträge. Guck mal rein. Ein ungebetener Gast. Die Fischer von Kassais haben einen Dieb. Wollen die Dieb machen oder verloren wiedergefunden? Hexenwald oder hinfort mit dem Haupt? Die Nachricht von Quinnas jedem Verschwinden hat euch tief erschüttert. Ich würde sagen, wir machen mal erst die verloren und wiedergefunden Quest, wo wir Quinna suchen. Dann müssen wir aber trotzdem raus. Wo diese Quinna ist, wissen wir natürlich noch nicht. Aber wenn sie in Richtung Hexenwald aufgebrochen ist, weiß unser einer Versalia auf jeden Fall, in welche Richtung wir gehen können. Gut. Warte mal gucken. Wir sind da, wir müssen da hin. Aber wie kommen wir da hin? Brennis? Okay, da müssen wir hin. Aber wie kommen wir da hin? Dann laufen wir einmal kurz zurück zum anderen Dorf. Denn dort, wenn das Lager passieren. Ah, okay. Er kennt den Weg ja. Dann laufen wir ihm mit. Sehr gut. Gut, dass wir die dabei haben. Den Lust gefunden. Man. Und wir hätten auch hier rausgehen können. Das war einfach der falsche Ausgang, den wir genommen haben. Rook kennt das schon. Das ist natürlich praktisch, dass wir ihn dabei haben. Gehen erstmal weiter. Gucken wir, wo wir hinkommen. Stimmt. Der Manimaya-Pfad. Der Pfad führt nach links. Ja, will ich gerne. Okay, warte mal. Wegpunktmarkierung setzen, das machen wir mal. Ah, gut, da gehen wir jetzt längs. Und wir machen Wegpunkt. Gut. Lass mal hier weitergehen. Da eine Höhle. Sonnensänger. Tun wir aber nichts.
Ja, wir sollten hier mal reingehen. Wir gehen mal rein. Schauen wir, was diese Höhle zu bieten hat. Durchforsten wir doch gerne, bevor wir unsere Quests weiter angehen. Kopfsteinhöhle, okay. Ich gehe ein paar Sachen aufsammeln hier. Runter. Ist er? Ich komme auch gar nicht weiter, denn da vorne ist eine Gittertür. Denkt irgendwo fest, vielleicht könnt ihr sie von der anderen Seite öffnen. Ja, dann müssten wir erstmal auf die andere Seite kommen. Aber nicht durch. Ist auch nur eine Abkürzung von irgendwas. Nehmen wir ein bisschen Wasser auf. Oh, also eine Flasche mit Wasser voll. So, okay, also da können wir jetzt noch nicht rein. Ist ja auch nicht schlimm, dann müssen wir es von der anderen Seite machen. Gehen wir erstmal wieder raus. Gut. Naja, jedenfalls wissen wir schon mal was. Könnt mir gut vorstellen, dass das irgendwie eine Abkürzung ist. Vielleicht durch ein Gebirge oder so. Vielleicht mal gucken. Behaltet euren Weg im Auge. Gut, von da sind wir gekommen. Und hier war nichts. Cooler, wenn man die Karte ein bisschen schneller aufrufen könnte. Wir gehen jetzt hier längs. Ja, gut verstanden, dass wir da hinkommen zum Hexen. Was denn da? Ein paar Wölfe. Kann ich platt machen. Oh, die Waffen sind gut eigentlich, ne? Oh. Ah! Oh, wenn einer eurer Verbündeten fällt, könnt ihr ihn wiederleben, indem ihr euch neben ihn stand A drückt. Okay, bleibt ein Vasall zu lange ohne Bewusstsein, ist er verloren. So. Ah, yeah, los, halt uns mal ein bisschen hier. Das können wir schon alles nachher verkaufen. Wenn wir daraus was bauen können noch oder so. Oder kochen, keine Ahnung. Keep watch on your surroundings. They hold threats and treasures alike. Don't allow them to surround you. I'll take that. Okay. Kann ich denn nicht irgendwie... Aber hier bestimmt genug Heilungssachen. Los, übergeben wir mal an Elektra. Für euch zwei. This will restore a bit of health. Ein bisschen, dass sie ein bisschen heilt wieder. This isn't the way to the capital. I wonder where it leads. Brauchen könnt ihr irgendwas?
Sonnenglanz, die haben wir schon eingesammelt. Hier liegt auch was. Herzogliches. Herzogenbanner, okay. Wir gehen mal diesen Weg weiter. Gucken mal, wo der hinführt. Karte gucken zwischendurch. Meine verkehrten Knopf hier ist mal für diese blöde Karte. Wir gehen aber weiter rein. Mal gucken. Hinterhalt ist oder so. Wir können eigentlich mal unsere Leuchte ausmachen. Hell genug, ne? Da muss man echt drauf aufpassen. Ich meine, das Öl läuft ja auch irgendwann, ist ja irgendwann alle. Oh. Geh rüber. Eine Falle. Keiner wissen, ne? Da steht doch ein Typ. Der hat bestimmt das Ding runtergeworfen. Oh. Wenn sie zuschlagen, ja, das würde ich gerne. Heil mich mal. Oh. Warte. Heilen hier. Eieiei. Die blöden Spinner. Ein Geldbeutel. Ja, wirklich ein kleiner Geldbeutel. Tropfen auf dem heißen Stein. Oh, lecker, wa? Oh! Oh nein! Eieieiei, das ist aber hart, der Typ. Neuer Versuch. Hui, der war hart. Der war wirklich hart. Ich glaube, da sollten wir vielleicht nicht weitergehen. In die Richtung. Weil der wirklich überhaupt keinen Schaden genommen hat. Vielleicht muss man auch ein bisschen vorsichtiger sein. Ach, tatsächlich, fangen wir hier unten wieder an. Okay, aber kann man... Aber jetzt die ganze Karte dann nicht mehr aufgedeckt wahrscheinlich, ne? Nee. Okay, wie kommen wir denn hier hin? Das ist die Frage. Hm. Komm, wir gehen in die andere Richtung. Das wird ja zu hart da oben, das wissen wir ja schon. Wir müssen ja irgendwie da hinkommen. Hm. Bloß wie kommen wir dahin, ist die Frage. Da ist der Wald. Geh mal kurz da hoch. Auf jeden Fall auch wieder irgendwelche Diebe. Feindlich oder feindlich? Wissen wir nicht. Ja.
Nein! Hau ab! Oh, oh! Nein! Weg hier! Bin zu... Bin immer zu schnell, ne? Also... Der ist hart! Oben ist noch einer, der mit Pfeil und Bogen schießt. Schön, auch noch. So. Und wenn sie zuschlagen. Mehrere Schussfälle. Okay, sollen wir uns deren Lager mal untersuchen? Fußeisen. Da ist noch einer, okay. Haut ab. Wieder ein bisschen Gold eingesammelt. Viel war es jetzt nicht. Aber gut. Liegt doch was. Keine Nuss. Warte, gucken. Ja, okay. Viel weiter sind wir jetzt nicht gekommen. Aber ich glaube, wir sollten das da oben auch nochmal erforschen wieder, denn den Weg da. Die laufen auch immer nur weg, die Scheißviecher. Und hinten liegt auch noch was. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal zurück zu der Weggabelung und werden da diesen einen Weg dann halt gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir gehen da nochmal hoch. Geil ist, dass ich den Angriff nicht, nennt sich das hier, anhalten kann. Also ich muss dann immer springen. Wenn wir diese Wölfe erstmal loswerden. Ah. Oh, heilen uns mal alle hier. I shall restore your health. Hold on. Wolves hunt in packs. Das ist der Rudelführer, würde ich sagen.
Ja, ich weiß, dass er Feuer hasst, aber er kommt ja auch nicht runter, da der Spast. So. So, jetzt müssen wir nochmal hier oben aufpassen, wenn die Steine runterkommen. Hier rüber. Mal, wenn wir hier stehen geblieben einfach, ne? Gut. Soll ich hier speichern einmal? Speichern und fortfahren. Ja. Direkt hier wieder anfangen können beim nächsten Mal. So, wir gehen einmal hoch. Wieder der Typ. So, pass auf. Okay, da kommt wahrscheinlich mehr. Kommen die anderen erstmal. Oh, der Dreifachschuss, der haut doch gut rein. Ein bisschen Abstand halten zu den Leuten, sonst wird das wieder nichts. Ja, weiß ich. Ja, schnell, ich will ihn befreien. Los, weg. Oh, da ist noch einer hinten. Ich muss ein bisschen... Ja, los, helf mir mal. So, den wir auch. So, also den Typen da hinten, ist der auch tot? Nein! Oh, shit. Ah, verdammt. Gut. Das versuchen wir auf jeden Fall bei der nächsten Folge nochmal. Diese Folge lassen wir jetzt erstmal sein. Aber wir greifen definitiv an, gleich zum Beginn der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.